Er gilt weltweit als der Beste auf seinem Gebiet, Dr. Alexander Vaccaro. Und das, obwohl er sowieso schon einen der schwierigsten Berufe der Welt hat. Als Chirurg braucht man nämlich nicht nur weitreichendes Fachwissen und enorm viel Fingerfertigkeit, sondern auch eine hohe mentale Belastbarkeit und sogar Führungsqualitäten. In diesem Video zeigen wir euch den unglaublichen Alltag von einem der besten und auch bestbezahlten Chirurgen auf der ganzen Welt. Ihr werdet sehen, dass seine beruflichen Leistungen fast schon an Superhelden erinnern und was es wirklich bedeutet, ein Arzt seines Niveaus zu sein. Außerdem zeigen wir euch, warum er als Arzt so berühmt ist, dass er sogar vom US-Präsidenten empfangen wird und wie unfassbar viel Geld dabei im Spiel ist. Also freut euch auf einen spannenden und lehrreichen Einblick in das Leben von einem der besten Chirurgen der Welt. Hier bei Wissenswert. Der Tag von Dr. Alexander Vaccaro beginnt in Chestnut Hill. Chestnut Hill ist eins der nobelsten Villenviertel der USA, direkt am Stadtrand der Großstadt Philadelphia. Dort lebt Dr. Vaccaro mit seiner Frau und seinen Kindern in einer großzügigen Villa. Allerdings beginnt sein normaler Arbeitstag dort nicht am Morgen, sondern schon mitten in der Nacht. Dr. Alex Vaccaro steht nämlich jeden Tag um 3.30 Uhr in der Früh auf. Zunächst geht er dann in sein Badezimmer, duscht, wäscht sich und kümmert sich um seine Körperhygiene. Danach geht er dann ins Untergeschoss seiner Villa und checkt sein Smartphone, um sicherzugehen, dass während der Nacht keine dringenden Notfälle oder wichtigen Nachrichten reingekommen sind. Daraufhin nimmt er dann seinen Laptop und geht in sein eigenes Home Gym. Während seiner 40- bis 60-minütigen Workout-Routine checkt er dann zunächst seine E-Mails. Laut ihm ist dies einer der produktivsten Teile seines Tages, da er viele der wichtigen Angelegenheiten der Klinik, in der er arbeitet, und der Universität, an der er unterrichtet, über E-Mail erledigt. Nach dem Checken seiner E-Mails wechselt er dann noch auf den Crosstrainer und schaltet in der Regel den Fernseher ein. Dabei schaut er in erster Linie Nachrichtensendungen, um über das aktuelle Tagesgeschehen informiert zu sein. Außerdem wechselt er laut eigenen Aussagen gerne zwischen verschiedenen Nachrichtensendern hin und her, um eine ausgewogene Berichterstattung zu erhalten und Werbepausen zu vermeiden. Wenn die Nachrichten allerdings nichts Neues oder Spannendes hergeben, schaltet Dr. Vaccaro, der privat ein extremer Sportfan ist, wovon wir später noch mehr sehen werden, auch gerne mal auf Sportsender um und guckt zum Beispiel NFL-Spiele. Nach dem Ende seiner Morgenroutine macht sich Dr. Vaccaro dann pünktlich um 5 Uhr morgens auf den Weg zur Arbeit. Auch wenn die Autofahrt von Tür zu Tür ca. 20 bis 30 Minuten braucht, nutzt Dr. Vaccaro auch die Zeit im Auto höchst effizient. Während der Fahrt hat er per Telefon nämlich das erste Meeting mit Mike West. Mike West wiederum ist der CEO des Rothman Orthopedic Institute, an dem Dr. Vaccaro als leitender Chefarzt arbeitet. Das Institut gilt als eines der besten orthopädischen Krankenhäuser der Welt. Da das Institut insgesamt über 1800 Angestellte und 212 Ärzte beschäftigt, gibt es dort auch tatsächlich fast jeden Tag wichtige Angelegenheiten zu regeln. Außerdem ist Dr. Vaccaro hier nicht nur in die rein medizinischen Sachfragen involviert, er hat auch die Verantwortung über finanzielle Aspekte des Krankenhausbetriebs und ist bei vielen Personalfragen mit involviert. Nach seiner Ankunft im Institut nimmt Dr. Vaccaro dann einen ersten Snack zu sich und trinkt Tee statt Kaffee, da Kaffee ihm weder gut bekommen noch schmecken würde. Allerdings geht es dann schon in das nächste Meeting. Hier bespricht Dr. Vaccaro mit einigen der Führungskräften des Instituts aktuelle Themen. Hier geht es unter anderem auch über Maßnahmen, die das Institut zum Wachsen bringen sollen. Das Rothman Orthopedic Institute ist nämlich ein privates Unternehmen und wird auch wie ein solches geführt. Deswegen hat es beispielsweise auch Partnerschaften mit mehreren großen amerikanischen Sportmannschaften wie den Philadelphia Eagles, die von dem Institut medizinisch betreut werden und im Gegenzug für das Institut werben. Bevor wir jetzt zum genauen Arbeitsalltag von Dr. Vaccaro kommen, wollen wir euch noch kurz ein anderes medizinisches Feld vorstellen, das in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht hat. Und zwar geht es um die DNA-Analyse. Heutzutage kann man nämlich bereits mit nur einer einzelnen Speichelprobe ermitteln, aus welchen Teilen der Welt eigentlich die eigenen Vorfahren stammen. Etwa mit dem DNA-Test von MyHeritage, die übrigens auch dieses Video sponsern.
Mit MyHeritage könnt ihr herausfinden, woher ihr genau stammt und könnt nicht nur einen Online-Stammbaum erstellen, sondern auch Fotos eurer Urahnen entdecken. Dafür erhaltet ihr von MyHeritage zunächst ein Testkit, mit dem ihr dann eine Speichelprobe entnehmt. Anschließend schickt ihr das Kit zurück und nach einigen Wochen erhaltet ihr dann wie von Zauberhand eine genaue Aufschlüsselung der Herkunftsländer eurer Vorfahren. Wir haben den Test ebenfalls gemacht und dabei überraschende Ergebnisse festgestellt. Etwa, dass ein Teil unserer Vorfahren aus der Ukraine oder sogar aus Nigeria kommen. Wenn euch auch interessieren würde, wo genau eure Wurzeln liegen, dann geht einfach auf den Link in der Beschreibung und bestellt das Testkit auf myheritage.de. Mit dem Code WISSEN gibt's auch noch bis zu 50% Rabatt auf das Familie-Suchen-Feature und ihr zahlt keine Versandkosten für das Testkit. Aber nun zurück zum Video. Im Anschluss beginnt dann der Arbeitstag erst so richtig. Denn jetzt zeigt sich, warum Dr. Vaccaro einer der besten orthopädischen Chirurgen der Welt ist. Dabei hat er zunächst ab 7 Uhr morgens seine Sprechstunde. In seiner Sprechstunde nimmt er Patienten im Empfang, um sie zu diagnostizieren, Behandlungsfortschritte zu überprüfen und Erstgespräche zu führen. Innerhalb der guten 3 Stunden Sprechstundenzeit sieht er dabei in der Regel um die 60 Patienten pro Tag. Für jeden einzelnen Patienten muss er außerdem einen mehrseitigen Bericht für die Verwaltung abgeben. Eine Tatsache, an der viele Ärzte verzweifeln, aber Dr. Vaccaro hat sich hierfür eine geniale Lösung überlegt. Und zwar hat er aus Buchstaben und willkürlichen Wörtern ein Codesystem gebaut. So muss er für viele Symptome, Behandlungen und Maßnahmen nur einzelne Worte und Buchstaben diktieren, die dann in einen Bericht umgewandelt werden. So spart er sich enorm viel Zeit und kann in kürzerer Zeit viel mehr Patienten behandeln. Nach seiner Sprechstunde kommt dann der noch viel krassere Teil seines Arbeitstages. Hierfür fährt Vaccaro extra vom Haupthaus des Rothman Instituts in das gut 20 Minuten entfernte OP-Zentrum des Instituts. Denn dort stehen pro Tag mehrere Operationen für ihn an. Von 10:30 Uhr vormittags bis zum späten Mittag operiert Dr. Vaccaro mit seinem Team hier in der Regel 4 bis 6 Patienten pro Tag. Spezialisiert ist er dabei übrigens auf Wirbelsäulenoperationen. Seine Effizienz, mit der er mehrere Operationen in nur wenigen Stunden durchführt, ist dabei absolute Weltklasse. Ein gewöhnlicher Wirbelsäulenchirurg würde für die gleiche Menge an Operationen höchstwahrscheinlich einen gesamten 12-stündigen Arbeitstag benötigen. Trotzdem ist Dr. Vaccaro übrigens bekannt dafür, ein absolutes Gespür für seine Patienten zu haben. So informiert er teilweise noch im OP Familienangehörige, um sie zu entwarnen, und soll auch laut Patienten immer sehr empathisch und einfühlsam sein. Nach den Operationen macht er dann noch einige Nachbereitungen, hat aber um 3 Uhr Nachmittag bereits sein nächstes Meeting, nämlich das Finanzmeeting. Hier trifft er sich mit verschiedenen Angestellten, teilweise aber auch mit Bankern und Geschäftspartnern des Instituts. Apropos Finanzen, natürlich verdient auch Dr. Vaccaro privat eine Menge Geld, und zwar wirklich eine Menge. Zum einen erhält er vom Rothman Institute nämlich ein 7-stelliges Jahresgehalt. Aber das ist noch längst nicht alles. Als operativer Leiter des Instituts ist er nämlich auch an dem Rothman Institute selbst beteiligt. Die genaue Höhe dieser Beteiligung ist nicht bekannt, aber sie wird aufgrund von Dr. Vaccaros langer Führungsposition vermutlich im 8-stelligen Bereich liegen, wodurch er nochmals jährliche Gewinne in 7-stelliger Höhe machen dürfte. Darüber hinaus veröffentlichte die Zeitschrift Philly Mag vor einigen Jahren einige brisante Informationen. Sie berichteten, dass Dr. Alexander Vaccaro alleine im Jahr 2015 unfassbare 2,85 Millionen US-Dollar nur durch Verträge mit Pharmaunternehmen und Medizintechnikherstellern erhielt. Darüber hinaus ist Dr. Vaccaro übrigens auch ein gefragter Wissenschaftler. Er hat über 900 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, ist als Autor an 63 Büchern beteiligt, darunter auch ein sehr verbreitetes Lehrbuch, und hält regelmäßig Vorträge auf Kongressen und an Universitäten. Und er sitzt nebenbei auch noch im Vorstand eines Krankenhauses im US-Bundesstaat Delaware. Auch durch seine Vergütung als Vorstandsmitglied, Tantiemen seiner Bücher und Gagen bei Vorträgen dürfte er also nochmals ein beträchtliches Nebeneinkommen haben. Wenn man all diese Faktoren einbezieht, liegen Dr. Vaccaros jährliche Einnahmen also bei ca. 5 bis 10 Millionen Dollar, und das ohne, dass man mögliche Investments mit berücksichtigt.
Aber zurück zum Tagesablauf von Dr. Vaccaro. Nach seinem Finanzmeeting am Nachmittag geht es für Dr. Vaccaro dann nämlich zurück nach Hause. Allerdings nicht, um Feierabend zu machen. Stattdessen arbeitet er die letzten Stunden seines Tages nämlich von zu Hause aus und kümmert sich um seine zahlreichen Verantwortungen. Nach etwa 12 Stunden harter Arbeit ist dann aber auch für Dr. Vaccaro Feierabend. Seine Abende versucht der Familienvater dabei konsequent mit seinen Kindern und seiner Frau zu verbringen. Dabei spielt er beispielsweise mit seinen zwei Kindern in der familieneigenen Turnhalle und isst mit seiner Familie zu Abend und lässt anschließend den Abend mit seiner Frau ausklingen, bevor das Ganze wieder von vorne losgeht. Auch wenn so der gewöhnliche Arbeitsalltag von Dr. Vaccaro aussieht, ist er als Arzt inzwischen so bekannt, dass er fast schon so etwas wie eine Person des öffentlichen Lebens ist und daher gibt es auch viele Arbeitstage, die erheblich anders aussehen. Wie schon angedeutet, ist Dr. Vaccaro auch regelmäßig auf Kongressen und Veranstaltungen und reist dafür mit dem Flugzeug durch das ganze Land. So konnte er übrigens auch schon ein sehr enges Verhältnis zum US-Präsidenten Joe Biden aufbauen, den er schon mehrmals getroffen hat. Vor allem in seiner Heimatstadt Philadelphia ist er außerdem so beliebt, dass er immer wieder zu lokalen Veranstaltungen eingeladen wird und so zum Beispiel auch schon eingeladen wurde, den ersten Pitch bei einem Baseballspiel der Phillies zu werfen. Ein Grund für seine Beliebtheit ist übrigens auch, dass er jeden Montagmorgen eine Lehrveranstaltung für bis zu 30 Studenten aus Philadelphia gibt, denen er beibringt, medizinisch zu forschen und dabei hilft, ihre Fähigkeiten als angehende Ärzte zu erweitern. Wie ihr seht, ist das Leben von einem so angesehenen und produktiven Arzt wie Dr. Vaccaro wirklich außergewöhnlich. Er stemmt unfassbare Belastungen, trägt enorm viel Verantwortung und hat einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Dafür verdient er unfassbar viel Geld und Anerkennung, aber er erbringt natürlich auch Opfer. So arbeitet er nicht selten 80 Stunden pro Woche und hat nur sehr begrenzt Zeit für seine Kinder. Daher schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von Dr. Vaccaro haltet und was euch an ihm am meisten beeindruckt. Und könntet ihr euch vorstellen, selber auch so ein Leben zu leben? Wir sind gespannt. Übrigens gibt es noch einen Job, der genauso beeindruckend ist. Und zwar den des Astronauten. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut euch doch mal dieses Video von uns über einen Tag eines Astronauten auf der ISS an. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal.